Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder zu unserem Realismus-Selbstversuch hier auf der Ellerbach im LS22. Ja, wir wollen hier uns selber so ein bisschen das Realismus-Feeling beibringen, aber ich bin massiv auf eure Unterstützung angewiesen. Deswegen nehmt gerne regungslos. Ne, macht da bitte ordentlich mit. Unterstützt mich sehr, sehr gerne hier mit Kommentaren aus eurer Erfahrung, egal ob spielerisch oder weil ihr aus der echten Landwirtschaft kommt. Das hilft mir und dann können wir hier gemeinsam den Weg gehen. Apropos den gemeinsamen Weg gehen, den müssen wir halt auch mal durch Höhen und Tiefen gehen, denn wir haben in der letzten Folge festgestellt, naja, der Kubota kommt nun an seine Grenzen. Ich komme nicht hoch genug hin, um die Bronto zu befüllen. Jetzt war erst der Plan, dass ich hier mit der Bronto rückwärts reinfahre und dann befülle. Allerdings glaube ich, dass der Weg von den Rollen hinten bis zur Befüllung, der könnte ein wenig weit sein. Das wird er wahrscheinlich nicht schaffen. Deswegen versuchen wir eine weitere Lösung und dann ist es halt so, dann müssen wir den Weg über unser Silo gehen. Das können wir dann leider Gottes nicht ändern. Ich habe hier so eine Rampe drin, allerdings die Rampen sind mir proportional einfach zu riesig und das passt da nicht ins Gesamtbild rein. Deswegen machen wir eine Alternativlösung an der Stelle. An der Stelle auch noch ein Kommentar für euch, und zwar der Maurice hat mir geschrieben, nochmal kurz die Bestätigung zu diesen Thematiken, wo ich letztes Mal nicht wusste, ein Stoppelsturz macht man mit der Scheibenecke. Habe ich eine Scheibenecke? Ich habe zwar Scheiben dran gehabt, aber trotzdem grober. Und eine Scheibenecke gibt es ja als separates Gedöns. Dementsprechend werden wir da wohl nochmal korrigieren müssen. So, bedeutet es jetzt tatsächlich, ich kriege hier nur eine Fülleinheit in ein so ein Silo rein? Ist es tatsächlich so? Okay, weil wir wollen noch mal schauen. Wir haben hier diese, ich glaube unter Container war das, ne? Dieses Silo kann mit verschiedenen Produkten gefüllt werden. Okay, dann kann ich halt wahrscheinlich jeweils nur eins reinpacken. Es ist es, weil wir haben hier Mineraldünger aktuell drin. Und normalerweise befüllt sich das Ganze ratzifatz. Machen wir einfach nochmal eins hin. Sind wir direkt in der Flucht? So, ne? So. Haben wir nochmal ein bisschen Geld ausgeben? Dann machen wir das hier auch nochmal so ein bisschen, dass es so in etwa passt. Gut. Das heißt aber, jetzt müssen wir doch hier hinten eins reinkriegen, oder? Machen wir hier jetzt wieder Geldverschwendung. Okay, ich kriege hier kein Saatgut rein. Warum kriege ich hier kein Saatgut rein? Es ist möglich, weil das ist, wir haben es ja über Realistic Seeder drin. Und ich mag immer wieder mit diesem Realistic Seeder. Und ich habe wirklich dieses Mal den vom IFCO extra genommen. Ich weiß nicht, ich komme nicht so Rande damit. Auf der Grumbach hatte ich ja schon das Problem. Und jetzt hier wieder. Nee, also geht einfach nicht rein. Boah, das ist jetzt schwierig. Eine schwierige Situation. Da am besten hin. Sapperlot, ich möchte jetzt wirklich keine Rampe bauen. Da wehre ich mich gerade mit Händen und Füßen damit. Lass mich mal gucken, wie weit ich da hinkommen würde. Ohne, dass wir den hier runterfallen lassen. So. Hm.
Ich weiß nicht. Probieren wir es, oder? Komm, wir probieren es einfach. Ich meine, eine andere Lösung habe ich gerade nicht. Ich muss halt diesen Weg muss ich überbrücken, damit ich da oben reinfüllen kann. Auf jeden Fall komplett hinten ran. Wir brauchen jeden Zentimeter. Aber wenn wir jetzt hinter das Blech verbiegen ein bisschen, ne? Das schlagen wir dann halt einfach mit dem Hammer wieder gerade hin. Boah, saumäßig knappe Geschichte. Saumäßig knapp. Daumen drücken, Freunde. Komm schon, es fehlt doch bloß noch ein Millimeter. Geht's? Oh oh. Boah, das war knapp. Das war knapp. Ich glaube, das wäre gegangen, aber ich habe wieder Probleme mit diesem Ding hier. Ich rufe mal kurz einen Händler an. Ich glaube, Der Kerle hat mir irgendeinen Globatsch verkauft. So, also, der Hans hat mir angerufen und gesagt, pass auf, der Azubi hat leider Gottes so falsche Kleber drauf gemacht und hat mir kurz auf die Schnelle das Richtige geschickt. Und siehe da, es funktioniert. So, kriegen wir noch ein paar Millimeter. So, Hauptsache es geht rein. Das ist das Wichtige. Oh oh, und wir fallen nicht runter. Was für eine Harakiri-Aktion hier. Oh oh. Das hat jetzt nur sein Messer. Es tut mir leid, es tut mir leid. Jetzt haben wir lauter Löcher in dem guten Gerät drin. Sapolot. Ich habe mal wieder den Vorwärtsgang verwechselt mit dem Rückwärtsgang. Kennt ihr das, wenn es im Fernsehen immer kommt, dass so ein Rentner aus Versehen das verwechselt hat? Denke ich mir immer, wie kann sowas passieren? Aber hier passiert es mir ständig. Ständig. Und ich gehe mal jetzt davon aus, durch das, dass wir jetzt das Saatgut auch hier reingebracht haben, wird das auch da vorne reingehen. Das heißt, ich werde mit dem Hans sprechen, das hat mir jetzt da klar Zeit und Geld kostet, dass er mir da einen Ersatz bringt. Ja? Ich werde es aber mit ihm erst ausdiskutieren, wenn ich weiß, ob mir das Saatgut reicht. Oder nicht, weil dementsprechend machen wir das so, entweder schuldet er mir Geld oder noch mal ein bisschen Saatgut. So, machen wir mal ein bisschen Licht, dann wird es langsam dunkel. Gut, also, erste Hürde gemeistert. Nächste, ab zum Feld, Fahrgassen, schwieriges Thema. Zumindest für mich. Einfach die Pronto, ne? So, ich hatte ja mir mal gesagt, pass auf, 3 Meter ist so eine Geschichte im LS. 6 wäre besser. Mir gefällt allerdings die 3 Meter so gut. Deswegen habt ihr ja gemeint, pass auf, am besten ziehst du die Fahrgassen im Hinterher nochmal. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es jetzt machen soll. Das Problem ist, ich kenne mich. Ich vergesse nachher zu zählen. Und eigentlich würde ich es ja schon gar nicht richtig machen. Außer, ich muss immer die Fahrgasse erstmal auslassen. Macht das Sinn? Dass ich erst die anderen mache und dann... Ich glaube, so könnte es Sinn machen, ne? Immer dort, wo ich eine Fahrgasse machen muss, die lasse ich erstmal frei und mache die dann zum Schluss...
Wir haben ja GPS drin in unserem 724er, das wäre jetzt nicht das Problem. Wisst ihr, was auch ganz merkwürdig ist? Wenn du jetzt hier zum Beispiel nach hinten fährst, komme ich automatisch immer von der Straße ab. Entweder weil ich lenke oder nicht lenke. Im normalen PKW passiert mir das nicht. Wenn ich da irgendwie Schulterblick mache oder so, bleibe ich trotzdem in der Spur drin. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Es ist halt ein Spiel wahrscheinlich. Unterscheidet es das. Oder wenn du mal spazieren guckst, so ganz kurz, bin ich eigentlich nie irgendwie einen Zentimeter weg. Das hält halt die Spur irgendwie. Liegt das am Lenkrad? Ich weiß es nicht. So, also, da sind wir. Wie gesagt, wir haben da sozusagen eigentlich geplant gehabt, einen Stoppelsturz. Jedoch habe ich den mit dem Gruber gemacht, da war aber eine Scheibe dran. Können wir jetzt mal drüber spekulieren. Dennoch würde ich es jetzt einfach wagen, hier mit der Geschichte mal anzufangen. So, das Ganze sieht dann jetzt wie folgt aus. Wir werfen nochmal einen Blick rüber in meinen Discord. Und da habe ich mir ja hier so eine Fahrgassentabelle drin, damit die Leute das auch mal sehen, wo das noch nicht kennen. Wir haben hier unter dem A-Punkt ist sozusagen die Ausbringung. Nennen wir es einfach mal so, die Ansaat mit 3 Meter. Muss er sich irgendwo immer Brücke schlagen. Bedeutet, wir hätten jetzt 1, 2, wo wir nicht anschalten und die dritte würden wir anschalten. Und die Nachbearbeitung wären dann mit 15 Meter, als zum Beispiel mit dem Güllefass etc. Ne? Also zweimal nicht anschalten, dritte anschalten. So sieht es aktuell aus. Und das machen wir jetzt mal. Wir positionieren uns erst noch richtig, damit wir hier ordentlich schaffen können. So nehmen wir es jetzt einfach mal mit. Hinten ausklappen. Ach, guck mal, da stimmt die Arbeitsbreite gar nicht richtig, ne? Das ist ein Problem. Warum stimmt die nicht? So, das ist unsere Arbeitsbreite. Gut, also wir haben es ausgeklappt, wir können anschalten, wir können ablassen. Halt hinten bitte. So, wir machen wieder den Kontrollgang erstmal. Sicher ist sicher. So sieht das Ganze jetzt aus. Es wäre angesät. Ich weiß nur nicht, würde das mit der Zeit verrotten? Wäre das soweit in Ordnung? Da bin ich mal auf dich da draußen angewiesen, ob man das so machen hätte können. Ich dachte mir, ich spare mir jetzt den groben Vorgang, weil ich gedacht hatte, das ist da vielleicht irgendwie mit drin. Also das ist so wieder eine Lehrstunde, deswegen Realismus selbst versuch. Na, immer dran denken. Okay. Jetzt würden wir nochmal eine machen. So, dann können wir wieder anschalten, ablassen.
Und ich würde jetzt eine Bahn dann auslassen, eine ziehen und dann nochmal mit der Fahrgasse rein, um zu testen, ob das tatsächlich was bringt oder nicht. Schoni, der wird mir hier wieder der Grind runterreißen. So. Das heißt, hier gehen wir rein, die rechte lassen wir erstmal aus. Und jetzt machen wir dann den Turn und ziehen die Fahrgasse, weil ich will wissen, ob die tatsächlich dann schöner wird oder nicht. Das habt ihr mir ja reingeschrieben. Und ich versuche, na klar, so gut es geht, eure Sachen umzusetzen, weil sonst hat es ja alles keinen Wert. Klar, vom Ablauf her wäre das wahrscheinlich jetzt nicht das Realistischste, aber es geht auch hier um ein bisschen Lernen. Ne? Man muss Fehler machen, um zu lernen. So, jetzt. Also, dann GPS an. Wir lassen hinten gleich ab. Jetzt kann ich hier an meinem Bedienpult, ihr seht es gleich rechts unten, kann ich jetzt hier die Fahrgasse anschalten. Da seht ihr es, dort wo der Zeiger ist, der KMH-Zeiger, da habt ihr jetzt zwei so rote Striche hinbekommen. Das bedeutet, dort schaltet er sozusagen das Saatgut ab und so existiert dann nachher, toi toi toi, eine Fahrgasse. Einmal ablassen. So, und dann gucken wir uns das wieder an. Ja, die sieht definitiv schon mal besser aus wie auf der Hofborgmann. Also wir haben jetzt im Endeffekt zwei Spuren mit 3 Meter, wo wir durchgezogen haben. Wir haben hier eine 3 Meter mit Fahrgasse und wieder 3, da brauchen wir dann nochmal eine. Das Problem für diejenigen, wo gerade überlegen, was macht der Kerl da eigentlich? Auf der Hofborgmann hatte ich das einfach direkt gemacht. Heißt zweimal aus, einmal an und weiter gemacht. Und diese Spur hat mir dann diese Fahrgasse zerstört zur Hälfte, weil irgendwie ist das so ein Giants-Thema, 3 Meter ist nicht ganz korrekt und so weiter. Deswegen habe ich das jetzt nun mal so gemacht. Bin ich auf jeden Fall schon mal zufriedener. Mit dem Vorgewinde weiß ich jetzt noch nicht genau, ob das hier wirklich notwendig wäre. Dennoch werde ich diesmal so machen, dass ich auch beim Vorgewinde zweimal Platz lasse und dann die Fahrgasse ziehe. In der Hoffnung, dass ich nachher, wenn ich jetzt mit dem 15 Meter Güllefass zum Beispiel komme, dass ich dann hier reinfahre und hier draußen dann trotzdem mitnehme. So denkt sich das Azubi mal. Ich hoffe, mein Lehrmeister geht da soweit mit mir korrekt und d'accord. Ja, und ich habe jetzt ein bisschen was zu tun noch. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen, der kleine Einblick hier im Azubi über die Schulter zu gucken. Wir lernen gemeinsam. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Kostet wie immer nichts. Würde mich sehr freuen. Unterstützt mich und ein Like auf das Video. Und wenn ihr dann Bock habt, sehen wir uns morgen wieder hier von der Ellerbach. Macht's gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.